Freunde des Tabletops und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Tabletop Hebewerk. In unserer heutigen Folge zeigen wir euch, wie ihr mit einfachen Mitteln eine Zeitmaschine bauen könnt. Bleibt dran und wir sehen uns am Ende des Videos. Für unsere heutige Folge benötigen wir neben den üblichen Bastelmaterialien diverse Bits, Kabel oder runde Plastikstäbe und ein Spielzeugauto, die die richtige Größe hat, die wir brauchen. Als erstes nehmen wir uns das Spielzeugauto und schrauben unten die Schrauben ab und bauen das Ganze einmal auseinander, um zu sehen, was für Teile wir haben. So, letztendlich brauchen wir am Anfang nur die Karosserie und den Rest können wir erstmal zur Seite packen. So, die Karosserie wird nun einmal angeschliffen, dass wir eine schöne grobe Oberfläche haben, dass die Farbe und der Kleber besser haften bleibt. Bei meinem Modell kann man die Motorhaube aufmachen, das möchte ich nicht, also klebe ich die einfach mit Sekundenkleber zusammen. Dann setze ich alles soweit wieder zusammen, um zu sehen, wo ich das Glas bearbeiten kann. Hier hinten zum Beispiel beim Motorraum, der soll freistehend bleiben. Also schnappen wir uns ein scharfes Bastelmesser und schneiden das Stück Scheibe einfach ab. Dann habe ich jetzt hier die ganzen Bits, die ich verbasteln möchte. Vielleicht kommt auch noch was dazu. Ich habe hier zum Beispiel so ein Rückenmodul von einem Space Marine genommen. Das soll so in die Mitte geklebt werden. Das sieht ganz cool aus. Und hier noch so ein Bit drauf. Und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Das Rückenmodul wird nun erstmal etwas bearbeitet. Die Seiten werden begradigt. Und die Klebefläche unten wird auch mit Schleifpapier angeschliffen. Und dann wird das Rückenmodul einfach hinten mit Sekundenkleber aufgeklebt. Schön in der Mitte. So, und guck ich mal, ob das alles gut passt. Das sieht ganz gut aus. Also kann man weitermachen. Dann habe ich hier ein paar kleine Granaten. Diese werden einfach dort dran geklebt. Dazu benutze ich dann auch wieder Sekundenkleber. So. Und klebe die Granaten einfach ran. Das mache ich auf beiden Seiten. Schön parallel zueinander. Dann nehme ich mir etwas Kabel oder wie hier von solchen Häkelnadeln, die Plastikverbindung. Da schneide ich mir einfach so ein Stück ab. Ziehe das Ganze gerade und verbinde die Granaten quasi mit dem Rückenmodul des Space Marines. Das klebe ich dann auch mit Sekundenkleber fest. Hier zum Beispiel ein freistehendes Kabel so. Und dann sieht das Ganze so aus. Das wirkt auf beiden Seiten dann richtig cool. So, jetzt habe ich hier noch ein Stück angeklebt von einer Tyrannidenwaffe. Ja, ist eigentlich totales Kitbashing, da könnt ihr rankleben, was ihr wollt, was ihr zur Verfügung habt. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich zusammengesteckt habe. Gefällt mir schon mal richtig gut. Dann habe ich jetzt hier ein paar Waffen von den Tau. Die werden auch wieder zweckentfremdet. Da wird eine Seite schön glatt angeschliffen. Und auch an die Karosserie geklebt. Auf der anderen Seite genauso und wie gesagt schön parallel zueinander. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Die Türen kann man auch aufmachen. Und so habe ich das mal alles zusammengesteckt, ob das so passt mit den Abständen. Das passt ganz gut. Dann habe ich hier noch so ein
Bit, den klebe ich einfach hinten auf die Heckklappe rauf, schön zentriert als Fluxkompensator. Das sieht auch schon ganz gut aus. Dann habe ich hier jetzt die Kappen von Insulinspritzen, diese klebe ich so rauf, das wären quasi die Triebwerke für die ganze Zeitmaschine. Auch alles mit Sekundenkleber festkleben, das seht ihr jetzt hier. Sieht doch schon mal richtig cool aus. Wo sieht das Ganze aus, wenn es zusammengesteckt ist? Das wirkt schon mal richtig, richtig gut. Als nächstes habe ich hier noch so einen Waffenständer, der wird noch unten links rangeklebt. Das Ganze wird dann auch einfach wieder mit so einem Kabel verbunden. Dann habe ich hier ein paar Leiterplatten aus alten Elektrogeräten. Da kann man auch noch ein paar schöne Sachen rausschneiden, die man benutzen kann. Kleine Chips und sonstiges Kleinzeug. Oh, hier so ein kleiner Chip zum Beispiel. Der wird auch einfach mit Sekundenkleber raufgeklebt. Wie gesagt, da eignen sich Leiterplatten eigentlich richtig gut, um Science-Fiction-Bits zu bekommen. Und ja, wird alles mit Sekundenkleber festgeklebt. Dann werden noch einige Kabel gelegt. Hier und da, wo ich denke, dass da Kabel lang gehen könnten bei der Zeitmaschine. Diese werden auch einfach mit Sekundenkleber festgeklebt. Und das Ganze sieht dann schon ziemlich, ziemlich futuristisch aus und gefällt mir sehr gut. So, das sind jetzt die ganzen Teile, die ich habe. Die werden jetzt erstmal grundiert. Ich habe mich für eine mattschwarze Grundierung entschieden, aus der Spraydose. Und dann wird alles angemalt. Als erstes benutze ich einen dunklen Silberton für den Motorraum. Dieser wird einfach trocken gebürstet, ganz grob. Und dann wird noch etwas helleres Silber benutzt und damit wird auch noch mal ganz leicht trocken gebürstet. Dann habe ich hier so ein Braunrot angemischt. Damit bemale ich nun die Sitze. Und die Mittelkonsole wird mit einem, ja, ich sage mal mittleren Braun bemalt. Genauso wie das ganze Armaturenbrett, das wird in der gleichen Farbe bemalt wie die Mittelkonsole. Dann wird noch mit einem Blau im Motorblock etwas bemalt. Da, wo ich denke, dass da Farbe sein kann, das sieht da ein bisschen schicker aus. Die Zierstreifen bei dem Fahrzeug werden nun ebenfalls mit einem Rot bemalt. Also zumindest bei meinem Modell, ihr könnt es ja bemalen, wie ihr möchtet. Dann habe ich hier ein Grau und damit werden nun alle Bits bemalt. Also die Turbinen, die Waffen, die daran geklebt sind und das ganze andere Zeug auch. Dann habe ich jetzt hier so ein richtig schönes Neongrün und damit wird nun hier und da bei den Tauwaffen etwas bemalt, um noch ein paar Farbakzente zu setzen. Und mit einem Rot werden dann die Kabel bemalt. Und dann habe ich ein schwarzes Wash. Und damit werden nun alle grau bemalten Teile bemalt bzw. gewasht. So. Dann habe ich hier nämlich für den Innenraum ein braunes Wash und wasche damit alles. Außer der Motorraum, der bleibt so. Ja, das reicht auch schon für drinnen, da müssen wir jetzt nichts extra highlighten. Dann nehme ich mir hier ein ganz, ganz helles Grau, vermische es mit dem Grundgrau, was wir benutzt haben. Und damit highlighte ich bzw. lasiere die ganzen Teile so hier und da. Einfach schön bemalen. Und dann habe ich die ganzen fertigen Teile. Und dann kann das Ganze schon zusammengebaut werden. Scheibe rein, Armaturenbrett rein und alles verschrauben dann.
Dann bemale ich noch vorne die Lampen mit einem Gelb. Und damit ist auch eigentlich die Zeitmaschine schon fertig. Wie gesagt, es ist totales Kitbashing. Ihr könnt es gestalten, wie ihr wollt. Das dient nur zur Inspiration. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und viel Spaß beim Nachbasteln. Gib einen Ritt, ey. Boah, krass. Boah. Oh. So, Freunde des Tabletops, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Habt ihr auch schon eine Zeitmaschine gebaut? Dann zeigt uns das, schreibt uns das, schickt uns Bilder. Wir freuen uns drauf. Denkt jedenfalls immer dran, make Tabletop great again.